Du Achi, cool, dass du jetzt gegabelt hast, weil ich habe gehört, dass jeder 10. Österreicher fast einen Unfall leider hat, einmal unter dem Jahr, entweder bei der Arbeit oder Freizeit oder Sport meistens. Bei Sport und Freizeit schauen die meisten durch die Finger. Was kann man da machen dagegen? Ja, da gibt es Sparkassen-Unfallversicherung. Es gibt jede Versicherung oder irgendeine Unfallversicherung, aber wir haben halt eine einzigartige. Wieso ist die einzigartig? Oder was ist besser wie bei denen von der, vom Mitbewerb, sag ich jetzt einmal? Ja, im Prinzip sind eh alle gleich, nur wir haben eine Sache. Und zwar bei den 47 häufigsten Unfällen haben wir eine Sofortauszahlung. Das heißt, du wartest nicht ein Jahr auf dein Geld beim Bänderriss, beim Kreuzbandel oder beim Knochenbruch oder so, sondern du kriegst es innerhalb der ersten 3 bis 6 Wochen. Und das sind schöne Summen, mit denen du was gleich was anfangen kannst. Zum Beispiel, ich habe mir 2010 einmal Seitenbandel im Knöchel gebrochen, Entschuldigung. Und da habe ich nichts gekriegt, weil ich keinen bleibenden Schaden gehabt hätte. Wenn ich die jetzt hätte, die Versicherung, die gibt es jetzt seit einem Jahr, da hätte ich sofort 14.000 Euro gekriegt. Und das ist ein Riesenunterschied. Das glaube ich, die meisten Sportler sind Fußballer, logischerweise, das ist der größte Verband, aber es gilt jetzt auch für Tennis bis hin zum Football, sage ich jetzt mal, oder? Ganz genau. Es gibt ein paar Aufschläge, Risikoaufschläge, aber es kann genauso in der Arbeit was passieren. Mein Chef hat sich heuer im Frühjahr in den Knöchel gebrochen, der hat genauso eine Leistung rausgekriegt. Und das ist so genial, weil innerhalb von 3 bis 6 Wochen kriegst du dein Geld und sonst wartest du ein Jahr. Oder du kümmerst dich gar nicht mehr drum. Du vergisst das einfach sonst. Ist eine tolle Geschichte, weil ich meine, es geht ums Einkommen auch ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass so manch Fußballer schon mal Kündigung erfahren hat, weil er dreimal die Bandel gerissen hat. Und wann wendet man sich da bei euch eigentlich, wenn man sowas haben will? Oder Info haben will? Info kriegt man auf www.sversicherung.at bezüglich der Unfallversicherung. Oder man geht einfach in die Sparkasse am Stetten, fragt, dass ein Berater Zeit hat, macht man sich einen Termin aus. Oder man kennt sowieso irgendwen auf der Sparkasse, da kann man sich auch leicht einen Termin ausmachen. Was nur möglich ist, seit kurzem, es gibt eine App, das ist die S-Kontakt-App, da kann man sich anmelden und kann direkt einen Termin ausmachen. Oder über George, das ist das neue Online-Banking für die Sparkasse, da geht es auch komplett einfach. Du hast es gerade gesagt, die Apps sind ein Wahnsinn, also ihr seid sehr innovativ, der George ist auch sehr, sehr modern. Ja. Ihr sagt ja selber, das ist das modernste Banking Österreichs. Ich kann es bestätigen, weil ich nutze mehrere verschiedene, sage ich jetzt einmal. Warum? Kann man das so sagen? Ja, es ist einfach nur genial. Es ist so einfach wie ein Smartphone zum Bedienen. Und das hat mittlerweile schon fast jeder. Und die Zahlen sprechen für sich. Für die ersten 1,5 Jahre gibt es über 1 Million registrierte User in Österreich. Über 10.000 Bankprodukte sind verkauft worden. Und man kann einfach alles im George machen. Das ist extrem einfach zu machen. Man kann auch Produkte wie Bankcard Micro oder Bankcard Sticker kann man dort online kaufen und erwerben. Also das ist einfach genial. Der George war der erste Step, sag ich jetzt einmal, ganz brutal für den User. Und vor allem Usability ist einzigartig. Punkto Usability, da geht es um Haptik und Angreifen und alles. Jetzt habt ihr was, das ist die Bankcard Micro. Ich meine, das ist ja unglaublich. Du hast da einen Teil am Arm, einen Teil hast du am Ballpicken. Genau. Ich zeig dir das einmal. Am Ballen habe ich das Picken einfach plakativ. Das ist die Bankcard Micro, die kann man eigentlich überall aufpicken. Die meisten haben es am Handy drum. Mit der kann man bezahlen bis zu 25 Euro, ohne dass man einen Code braucht. Und über 25 Euro gibt man einfach denselben Bankomatcode ein, was man auf der Bankomatkarte hat. Und dann habe ich auch noch die Mikrobankomatkarte. Die ist wasserdicht, die kann man zum Sport verwenden. Die ist einfach genial, weil ich die immer drum habe und ich kann in jedem Geschäft fast damit zahlen. Also da, wo man jetzt schon kontaktlos zahlen kann, kann man überall damit zahlen. Aber du kennst mich schon ein bisschen, Achi. Ich will das sehen. Wie schauen Sie das jetzt an, ein Geschäft, oder? Ja, gern. Ich habe eh ein bisschen Hunger und Durst. Kaufe ich mal eine Kleinigkeit, dann zeige ich dir das gleich. Super. Okay. Ja, das ist nie verkehrt. Sehr gut.
Liebe Karin, ich freue mich, endlich eine Dame bei mir im Auto und du betreust ja die Kommerzkunden, weil wir waren gerade beim Gruber Range, sage ich jetzt einmal. Und der hat erst gegründet. Wie viele Schritte gibt es da oder welche Schritte sind relevant? Ja, in der Gründung muss man natürlich einiges beachten. Eine Kernaussage dazu meinerseits ist immer, Sie wissen was, wir wissen wie. Wir können uns rühmen, dass wir wirklich unsere Gründer von Anfang an bei der Hand nehmen und sie durch dieses Abenteuer Gründung führen und begleiten. Nichtsdestotrotz sollte man sich einmal primär Gedanken machen um seine Geschäftsidee, einmal beleuchten, ob die überhaupt erfolgversprechend sein kann. Essentiell dazu, sage ich immer, ist ein Businessplan zu erstellen, weil Gründungen, die mit einem Businessplan erfolgen, kann man in der Historie dann sagen, die sind wirklich immer erfolgreicher. Jetzt ist es so, es hat hoffentlich jeder ein bisschen was angespart, wenn er sowas macht. Aber gibt es auch, ich würde jetzt nicht sagen Subventionen, aber irgendwie eine Hilfe, wenn man gründet? Es schaut so aus, dass wir uns ganz genau die Ausfinanzierungsvarianten, die da zu einem Projekt gibt, anschauen und ein maßgeschneidertes Angebot erstellen. Die Förderungen stehen wirklich nur abholbereit da. Förderungen sind ja abhängig von sehr vielen verschiedenen Faktoren. Kommt jetzt einmal drauf an, ist jemand ein Gründer oder will ein bestehendes Unternehmen übernehmen, hat eine ganz tolle Geschäftsidee, Branche oder Standard ist alles maßgebend, welche Förderung ich da dann für ihn beantragen kann. Wir geben da gerne einen Überblick über die ganze Förderlandschaft, den Förderdschungel und machen für die Kunden dann stellen den Förderantrag. Aber ganz wichtig ist, und das gebe ich jedem in einem von den ersten Gesprächen schon mit, dass er ja nicht vor Investitionsbeginn, dass man nicht vergessen, da vorher den Förderantrag zu stellen, weil nachher ist es zu spät. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand mit einer technischen Innovation daherkommt, ist was anderes, wie wenn einer ein Beisel aufmachen will, oder? Genau, eben, das ist eben abhängig von den verschiedenen Förderstellen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und wie ist da ein sehr enger Kontakt da schon beim Zusammenstellen der Förderung, dass wir wirklich mit den Förderstellen gemeinsam alles abklopfen, um das Optimum für unsere Kunden einfach an der Förderkombination herauszuholen. Der Achi hat mir heute schon in George gezeigt, auch als App. Gibt es für Kommerzkunden eigentlich da eigene Dinge oder ist das alles in George integriert? Ja, klar, selbstverständlich auch für die Kommerzkunden gibt es da ganz eine tolle Lösung für die Finanzen. Im Mittelpunkt steht das Gründerkonto oder wirklich das Kommerzkonto selbst, die mit verschiedenen Features ausgestattet sind. Eins davon ist ProSaldo.net. ProSaldo.net ist eine Spitzen-Online-Fakturierung und Buchhaltungslösung. Unterstützt wird da die Buchhaltung von einem Buchhaltungsassistenten. Buchhaltung war in dem Fall noch nie so einfach. Der Assistent begleitet wirklich die Kunden Schritt für Schritt zur richtigen Verbuchung und hat sogar einen eigenen Zugang für den Steuerberater. Jetzt, wenn alles läuft, es gibt immer eine lange Startphase, sage ich jetzt einmal. Jeder muss sich etablieren. Wenn es gerade in solche Anfangsphasen zu finanziellen Engpässen kommt, wie reagiert sie da drauf? Wie kannst du da helfen, sage ich jetzt einmal? Ja, gerade am Beginn, wie du angesprochen hast, ist wichtig, dass ich mich vor unvorhergesehenen Ereignissen irgendwie schützen kann, weil das Unternehmen der Stadt schon mal schlecht ist, als andere dann auch noch mehr hatschert. Und da versuchen wir einfach alle Möglichkeiten, die passieren können, mit dem Kunden abzuklopfen, weil man muss bedenken, was passiert mit meinem Unternehmen, wenn ich jetzt krank wäre oder wer kann mich verteidigen, wenn mich jetzt irgendwer verklagt, beziehungsweise wenn ich meinen Geschäftsbetrieb für einige Zeit einstellen muss. Also all diese Dinge wird Rücksicht genommen und geschaut und maßgeschneidert dann für jeden eben eingearbeitet, was braucht er für ein Airbag, weil der Airbag ist wirklich der Lebensretter fürs Unternehmen und das soll von Beginn an eigentlich dann perfekt maßgeschneidert für jeden passen. Die Bezeichnung finde ich super. Wir sitzen gerade in einem Auto und mich selber hat schon mal der Airbag zweimal gerettet, sage ich mal. Liebe Karin, ich hätte jetzt noch so viel Fragen und wir sind schon wieder da in der Sparkasse. Perfekt. In diesem Sinne, es tut mir leid, ich muss den nächsten Kollegen aufnehmen und ich wünsche dir einen schönen Tag. War nett einmal ganz was anderes. Ja. Ich nehme sicher, dass du noch viele Termine hast und ich wünsche das und klar. Viel Erfolg noch. Danke. Vierte, servus. Lieber Hannes, bei der Sparkasse am Schnitten bist du fürs Veranlagen verantwortlich, sage ich jetzt einmal. Ich stelle mir vor, das ist gar nicht mehr so einfach heutzutage. Welche Eckpfeiler muss man da mittlerweile berücksichtigen?
Eckpfeiler ist ein ganz gutes Stichwort. Das Veranlagen ist im jetzigen Niedrigzinsumfeld natürlich enorm schwierig. Eckpfeiler ist auch insofern wichtig, weil wie Brücke halt auf verschiedenen Pfeilern stabil ist oder das Auto auf vier Reifen sicher unterwegs ist, so geht es eigentlich auch in der Veranlagung um eine breite Perspektive, dass man einfach breit aufgestellt ist im Sinne der klassischen Anlagepyramide. Und da muss man eben feststellen, dass das die Notenbankpolitik mit den niedrigen Zinsen natürlich derzeit die Basis dieser Anlagepyramide, sprich sparen, bausparen, versichern, unattraktiver macht, weil eben diese Segmente derzeit keinen Realwert erhalt liefern. Das heißt, die Inflation ist höher, als man eigentlich im Sparen oder im Bausparen kriegt, und das ist eigentlich derzeit die entscheidendste Herausforderung im Veranlagen, wo man eben feststellen muss, dass der Österreicher als klassischer Sparer natürlich da unmittelbar betroffen ist. Und das, darauf weisen wir im Speziellen natürlich in unseren Beratungen hin. Und was wie beim Auto jährlich, wo ein Service durchgeführt wird, so soll es eigentlich auch im Veranlagungsbereich sein. Das heißt, einmal im Jahr wird von unseren Betreuern ein Veranlagungscheck gemacht, wo eben geschaut wird, ob an der einen oder anderen Schraube in der Veranlagung gedreht werden muss. Ich kann mir nur vorstellen, dass es ein sehr schwieriges Tätigkeitsfeld ist. Zum Beispiel, ich bin in der ersten Dotcom-Blase mit Infineon furchtbar auf die Pappen gefallen bei den Aktien. Ja. VW war immer eine Bank, wird glaube ich auch ein bisschen gefallen sein im Kurs, oder? Wie geht man da auf die Konten zu mittlerweile? Das ist eine interessante Herangehensweise. Infineon, also VW-Aktien, sind klassische Einzelwerte. Das heißt, ich rede da von einem Einzeltitelrisiko. Das ist nichts für einen Otto-Normalverbraucher. Das heißt, da muss ich schon langjährig ein Investor gewesen sei oder irgendwo ein Gefühl dafür gekriegt haben, wie ich mit Einzelaktien umgehe. Uns ist da viel mehr wichtig, dass auf eine breite Streuung ankommt. Und eine breite Streuung, da gehört eigentlich Einzeltitelrisiko nicht zwingend dazu. Da ist natürlich das Konträre dazu, sind die Investmentfonds, wie eben auf bis zu hunderte Einzeltitel gesetzt wird und dadurch das klassische Einzeltitelrisiko eigentlich sehr stark minimiert wird. Das ist eigentlich unser Ansatz zum Thema Einzeltitel. Niedrigzins haben wir schon besprochen. Jetzt sagt der Kunde, ja, Verhandlungen gern, Hannes, ich finde der sympathisch und vertraue dir, aber der Einstiegszeitpunkt, ich meine, Entschuldigung, nicht besser, jetzt haben wir gerade Krise gehabt, etc. Wie geht es mit dem um? Ein Einwand, den wir allzu oft auch hören, ein berechtigter Ansatz, da, wo die Märkte volatil sind, wo es wirklich zu Schwankungen kommt. Bei den klassischen sicherheitsbetonten Produkten ist das mit dem Einstiegszeitpunkt nicht so das Thema. Aber gerade das, was du wahrscheinlich auch ansprichst, der Aktienbereich, ist es sehr wohl sinnvoll, dass man da über Alternative nachdenkt. Und die Alternative schaut konkret so aus, dass man halt sagt, okay, ich splitte diesen Anlagebetrag in verschiedenste Phasen. Das heißt, ich investiere einfach eine Summe X nicht auf einmal, sondern splitte das in 6, 12, 18 Monatstranchen und erreiche dadurch auch diesen klassischen Cost-Average-Prinzip. Das heißt, ich kaufe zu jedem Marktzeitpunkt um dasselbe Volumen, habe aber je nach Marktzeitpunkt unterschiedliche Stückanzahlen, die ich bekomme. Und das glättet sich natürlich über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont insofern, als dann in Summe für den Kunden all along oft das Bessere ausschaut, als wenn er einmalig einsteckt. Ich nehme an, es ist ein Riesenunterschied, wenn ich zum Beispiel sage, der 30-jährige Erbe, der doch hier und da einen Zugriff auch haben will, als der 70-jährige, der investieren genau. will für seine Vollkommen Enkel, richtig. Der ist 10 Jahre nicht angreift. Vollkommen richtig. Und was da würdest du jetzt empfehlen? Da ist ja Gott sei Dank auch vom Regulatorium her so, dass ein sogenanntes Kundenprofil verpflichtend ist. Demzufolge das natürlich individuell auf den Kunden zugestimmt ist. Um deine konkrete Frage zu sagen, das muss man mit dir persönlich abstecken. Das heißt, da kennen wir uns persönlich zu wenig, aber da würde ich dich gerne einladen, dass wir mal mit dir das abstecken, deine Ziele und deine Präferenzen, und uns das dann im Konkreten einmal bei einem Gespräch in der Sparkasse Amstetten anschauen. Also das nehme ich sicher in Anspruch, Hannes. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag, aber jetzt kommt gleich der Vorstandsdirektor. Jetzt kommt der Vorstandsdirektor. Tschüss dabei. Tschüss.
Herr Vorstandsdirektor, es freut mich sehr, dass ich Sie als Letzten da im IAB begrüßen darf. Wir haben Sie gerade in Allersdorf abgeholt. Sie sind ja quasi ein Sparkasse am Städten Urgestein, wo man das nicht überhaupt nicht despektierlich, sondern eher liebevoll so sagen darf. Das ist so. Sie haben viel erlebt und wo steht die Sparkasse heute? Das tut sich auf relativ viel, sage ich jetzt einmal, aktuellerseits. Naja, die Sparkasse am Städten ist ein starker Motor in unserem sehr vielfältigen Angebot an Kreditinstituten in Amstetten unterwegs und ich glaube, wir heben uns in vielen Bereichen sehr positiv von unseren Mitbewerbern ab und das wird von unseren Kunden auch wahrgenommen und honoriert. Wir haben attraktive Kontopakete, wir haben eine transparente und nachvollziehbare Konditionengestaltung, wir haben top ausgebildete Mitarbeiter und das alles ist Grund dafür, dass laufend neue Kunden zu uns kommen, die begeistert sind von unseren Leistungen, die uns weiterempfehlen und was Besseres kann uns eigentlich gar nicht passieren. Ich glaube, die Menschen haben viel Vertrauen zu euch, sagen wir mal so. Ich habe es auf jeden Fall, weil sie haben mich da auf den Beifahrersitz verwiesen und das Steuer an sich gerissen. Das ist so meine Aufgabe in der Sparkasse. Das ist eh klar. Jetzt ist es so, wir sprechen in diesem Magazin ja auch über gut leben. Da mit gut leben verbindet man ja natürlich Lebensqualität, nachhaltige Energie. Wir sitzen in einem Elektroauto. Die müssen wir abhängen, gell? Das ist, wenn man was anderes gewinnt ist und ganz selten mit dem Fahrt, muss man mit dem Bremsen aufpassen. Aber das wirst du erlebt haben, gell? Natürlich, ja. Aber er ist ganz flott. Zurück zu gut leben. Was assoziieren Sie damit? Also der Claim ist ja eigentlich super. Also. Ja, wir haben uns schon vor einiger Zeit in der Sparkasse eben Gedanken gemacht, welchen Beitrag können wir für die Menschen in unserer Region leisten, um ihnen das Leben einfach lebenswerter zu machen. Ja? Gut Leben ist der daraus abgeleitete Leitbegriff jetzt. Den haben wir kreiert und wir haben, wie gesagt, als exzellenter Finanzpartner die wichtigen Werte, wo wir Gut Leben dann repräsentiert sehen, definiert, ein Leistungsversprechen daraus gestaltet und dieses Leistungsversprechen kommunizieren wir ja klar und deutlich unseren Kunden und signalisieren auch direkt, dass sie sich auf dieses Leistungsversprechen jederzeit berufen können. Das heißt, wir mit unserer Expertise in Finanzangelegenheiten sind ein ganz wichtiger Baustein in dem Gesamtansatz Gut Leben für die Menschen in der Region, in der wir wirken. Gut Leben tun vermutlicherweise auch Ihre Mitarbeiter, weil sonst hätten Sie nicht so ein hochkarätiges Team, sage ich jetzt einmal. Und dieses Team wird jetzt bereichert. Es hat der Wolfgang Dorner, glaube ich, ganz ausgezeichnete Arbeit gemacht die letzten Jahre. Geht zurück nach in die Steiermark, jetzt kommt aber der Adi Hammerl. Da wird sich ja auch ganz schön was verändern, sage ich jetzt einmal, oder? Naja, es hat sich an und für sich über die letzten Wochen hin herauskristallisiert in dem Nachbesetzungsprozess solches, dass der Adi Hammerl wirklich der Bestgereihte in diesem Prozess war und das beruht einerseits auf seiner Persönlichkeit natürlich, auf seiner beruflichen Erfahrung und auch auf dem darauf aufgebauten, sehr, sehr dichten Netzwerk, auch auf seiner Wertschätzung für die Region und für die Menschen, die hier wohnen. Ne? Andererseits ist auch das Wissen, dass seine Wertvorstellungen mit denen der Sparkasse Amstetten und den Mitarbeitern der Sparkasse Amstetten deckungsgleich sind ganz, ganz wichtig. Wir haben ja vor einigen Jahren, also ab 2012 circa, einen sehr kreativen neuen Weg eingeschlagen und für uns war ganz, ganz wichtig, dass dieser Weg auch, der sehr erfolgreich gestaltet wurde, auch weiterverfolgt wird und dafür ist Adi Hammerl ein Garant. Auch das war mit ein Grund. Wenn ihr jetzt gefragt wird von einem Unternehmerkollegen, wieso das der Adi tut, von der vermeintlich größeren Bank zur regionalen Sparkasse zu wechseln, sage ich mir, wahrscheinlich passt es einfach besser. Wer den Adi Hammerl kennt, weiß, wie authentisch dass das Ganze bei ihm ist und wie sehr das ihm wirklich am Herzen liegt, da in der Region wirksam zu sein und das gemeinsam mit mir in Zukunft zu machen, wo er eine Herausforderung findet, die er sich, glaube ich, genauso wie ich gerne stellt. Wir machen jetzt nur einen Wordrap in der Sparkasse selbst. Wir waren zwar in Allersdorf jetzt gerade miteinander, aber jetzt wollen wir sie in der Hauptstelle auch noch anschauen. Jetzt fahren wir in die Zentrale, ja. Gut Leben bedeutet für mich? Gut Leben bedeutet für mich, in einem harmonischen Umfeld leben zu können, in dem wir
viele Angebote in kultureller, künstlerischer, pädagogischer, sportlicher Hinsicht zur Verfügung stehen, die ich auch nutzen kann. Wenn ich an die Zukunft denke, dann sehe ich die Sparkasse in 5 Jahren wo? Als den führenden und herausragenden Finanzdienstleister in unserem Umfeld. Die Sparkasse im Städten bedeutet mir? Boah, sehr, sehr viel. Ich bin seit 40 Jahren, darum der Ausdruck Urgestein heute schon, seit 40 Jahren in der Sparkasse und seit 20 Jahren in führender Funktion. Die Sparkasse hat mein Leben geprägt, nicht nur mein berufliches, natürlich auch mein privates Leben geprägt. Die Sparkasse ist für mich nicht nur Beruf, sondern Berufung. George ist? George ist sensationell umfangreich und sensationell einfach. Die Kundinnen und Kunden der Sparkasse am Stetten sind? Unser wertvollstes Gut. Ohne unsere Kunden würde unsere Daseinsberechtigung wegbrechen. Last but not least, willkommen bei uns bedeutet? Willkommen bei uns bedeutet, dass wir für alle Menschen in der Region, die Finanzdienstleistungen benötigen, als Ansprechpartner dienen wollen. Eigentlich braucht Finanzdienstleistungen jeder und damit können wir unsere Angebote auch allen unterbreiten und jedem den Zugang zu unseren Dienstleistungen bieten. Ich sage vielen Dank, danke fürs Chauffieren. Sie haben ja vorher das Steuer übernommen. Das danke für den Wordrap. Bitte. Und Ihnen wünsche ich noch viel Spaß mit dem weiteren Verlauf der Sendung und hoffe, dass Sie die vielen Personen, die Sie heute in unserem Magazin kennengelernt haben, auch persönlich in der Sparkasse am Stetten aufsuchen. Vielen Dank. Willkommen bei uns!